Ja, guten Morgen auch von meiner Seite aus. Ich bin ursprünglich Realschullehrer für die Fächer Biologie und evangelische Religionslehre und arbeite seit 4 Jahren an der Pädagogischen Hochschule in Freiburg in einem Forschungs- und Nachwuchskolleg zur Untersuchung von diagnostischen Kompetenzen von Lehrkräften. Und genau hier bei unserem neuen Projekt ist es eine große Freude, in einem interdisziplinären Team zusammenzuarbeiten mit Christiane Konnemann und Werner Ries aus der Biodidaktik, Christian Höger, gerade erwähnt, Religionspädagogik, und Alexander Renkel, pädagogischer Psychologe. Genau, finanziert wird unser Projekt vor allem durch das MWK in Baden-Württemberg. Mein Vortrag ist folgendermaßen gegliedert. Wir stehen relativ zu Beginn des Projekts, deswegen werde ich Ihnen vor allem erläutern, was sind unsere theoretischen Überlegungen, die empirischen Befunde, auf die wir zurückgreifen, welche Forschungsfragen haben wir daraus entwickelt und wie wollen wir methodisch vorgehen, das diagnostische Urteilen von Lehrkräften zu erfassen. Wir haben unsere Instrumente ausprobiert im vergangenen Semester in einer kleinen Pilotierung. Da kann ich Ihnen sozusagen als kleinen Einblick ein paar erste Lehrerurteile vorstellen. Das gibt einen kleinen Ausblick dahin, was uns wohl erwarten wird. Na, zwei Schüleräußerungen zum Einstieg, die stammen aus Interviewstudien. Die erste Schülerin, Lena, 10. Klasse, hat da geantwortet auf eine Frage. Ich glaube jetzt nicht, dass der Mensch irgendwie geschaffen wurde an einem Tag und dann da war. Ja, da hat sich halt so die Evolutionstheorie entwickelt und es war alles von Gott gewollt. Jan, 12. Klasse, hat in einem anderen Interview gesagt: Ich bin ja auch so der Meinung, dass die Naturwissenschaften insgesamt vieles beziehungsweise fast schon alles erklären können. Und hat auch diese religiösen Fragen beziehungsweise dass sie diese Theorien widerlegen. Wenn man sich quantitative Studien anschaut, zum Beispiel die Konfirmandinnenstudie Jugendglaube Religion, dann scheint eine Konfliktwahrnehmung zwischen Naturwissenschaften und Religion oder konkret Schöpfungsglaube und Evolutionstheorie häufig auch bei Jugendlichen im Vordergrund zu stehen. Golde Wissner, eine der Autorinnen der Studie, schließt daraus eine große Herausforderung an den Religionsunterricht. Und hier gilt es für Lehrkräfte, zum Beispiel im Sinne einer Bildungskonzeption nach Jürgen Baumert, SchülerInnen zu ermöglichen, dass sie Religion und Naturwissenschaften als Weltzugänge begreifen können, die auf unterschiedlichen Ebenen liegen. Damit Lehrkräfte das aber überhaupt leisten können, ist es eine wesentliche Voraussetzung, dass sie solche Äußerungen von SchülerInnen auch angemessen interpretieren können. Und das ist hier in diesem Kontext komplex, weil da ganz unterschiedliche Wissensbereiche mit zusammenhängen und vermutlich auch eigene Einstellungen, Motivation etc. der Lehrkräfte eine große Rolle spielen. Ich hoffe, ich komme ein bisschen näher ans Ja, Mikrofon. gerne. Danke. Allgemein gilt es als einer der aussichtsreichen, reichsten Lernwege, wenn an den individuellen Voraussetzungen der Lernenden angeknüpft wird. Hier die ganz konkreten Einstellungen der einzelnen SchülerInnen zu Schöpfungsglaube und Evolutionstheorie. Die Idee, die dahinter steckt, oder wie das im laufenden Unterricht zum Beispiel aussehen könnte, ist, dass es ein Klassengespräch gibt oder Gruppenarbeiten. Eine Lehrkraft, die hört vielleicht so Schüleraussagen, wie wir sie eben gesehen haben, und greift diese dann auf. Man kann der Schülerin oder dem Schüler ein direktes Feedback geben oder eine Erklärung, vielleicht auch eine Aufgabe, die zum Weiterdenken anregt. Das wird in der Regel dann als adaptives Unterrichten bezeichnet. Und das hatte ich eben schon angedeutet, dass was auf dieser Seite hier passiert, also inwiefern Lehrkräfte in der Lage sind, Schülerinnen dann zum Weiterdenken auch anzuregen, hängt ganz wesentlich davon ab, wie sie selbst über das denken, was die Schülerin oder der Schüler geäußert hat. Das ist dieser Kreis hier in der Mitte und also das Urteilen von Lehrkräften über das Denken der Schülerinnen. Und da liegt der Fokus unseres Projekts. Bevor ich weiter zu den Lehrkräften komme,
schauen wir uns noch einmal den Diagnosegegenstand an, die Einstellung von Schülerinnen und Schülern zu Schöpfungsglaube und Evolutionstheorie. Was wissen wir darüber oder was können wir darüber annehmen? Christiane Konnemann und Kollegen, die haben an der Biodidaktik an der Uni Münster vor einigen Jahren eine größere Studie mit, ich glaube, 1600 SchülerInnen ungefähr haben sie befragt, durchgeführt und haben da Einstellungen zu Schöpfungsglaube und Evolutionstheorie anhand von unterschiedlichen Dimensionen abgefragt. Ich habe hier einen kleinen Ausschnitt, zum Beispiel, also das ist unten im Prinzip die erste Spalte, Einstellungen gegenüber der Evolutionstheorie. Ein hoher Wert würde da eine hohe Zustimmung bedeuten, ein niedriger Wert eine niedrige Zustimmung. Die zweite Spalte, Einstellungen zu den biblischen Schöpfungserzählungen. Dann haben sie kreationistische Überzeugungen abgefragt und auch scientistische Überzeugungen in dem Sinne, dass sozusagen die Naturwissenschaften andere Weltzugänge überflüssig machen. Was hier interessant war, oder sie konnten sieben Einstellungsprofile berechnen. Hier zeigt sich, dass die Einstellungen bei den Lernenden divers sind, also ganz unterschiedlich aussehen können. Aus fachdidaktischer Perspektive besonders, also in Anführungsstrichen, problematisch sind vor allem das erste und das siebte Profil. Das haben sie benannt, das erste sozusagen als das scientistische Profil mit hoher Zustimmung zur Evolutionstheorie und gleichzeitig hoher Zustimmung zu scientistischen oder hohem Ausmaß an scientistischen Überzeugungen. Und das Profil 7, das ist das, was hier so blau mit Punkten schraffiert ist. Das ist sozusagen das, haben sie als kreationistisches Profil bezeichnet, mit geringer Zustimmung zur Evolutionstheorie, einer sehr positiven Bewertung des Schöpfungsglaubens und gleichzeitig hohem Ausmaß an kreationistischen Überzeugungen. Was hier interessant war, also sie haben sehr viele SchülerInnen befragt, dieses kreationistische Profil, das war insgesamt die kleinste Gruppe an SchülerInnen, das waren ungefähr 4% von diesen 1600 SchülerInnen. Das Profil 7, das scientistische Profil, das war die größte Gruppe, das waren, ich glaube, fast 22% der Stichprobe. Genau, was wir hieraus schließen, ist, dass diese Überzeugungen zur Evolutionstheorie und Schöpfungsglaube eben nicht nur eine Herausforderung für den Religionsunterricht, sondern auch für den Biologieunterricht sind. Denn das Wissen über die Natur der Naturwissenschaften zu vermitteln, hat im Prinzip hier erstmal seinen Platz. Eine zweite Studie, an die wir anschließen, das ist die von Christian Höger. Er hat über mehrere Schuljahre hinweg dieselben Schülerinnen und Schüler, ich glaube 12 bis 14 Stück, so um den Dreh waren das, glaube ich, befragt zu ihren Einstellungen zu Schöpfungsglaube und Evolutionstheorie. Er hat drei große Kategorien gebildet. Einmal die naturale, also hier jetzt bezogen auf die Evolution des Menschen. Menschenschöpfung hat er das genannt. Das wäre sozusagen ein verbindendes Profil, das Naturwissenschaften und die Schülerinnen und Schüler, die das vertreten, verbinden Schöpfungsglaube und Naturwissenschaften. Supranaturale Menschenschöpfung, das wären die sozusagen die Entstehung des Menschen allein von Gott aus her beschreiben. Auf der anderen Seite die naturalistische humane Evolution, das wären sozusagen die rein naturwissenschaftliche naturwissenschaftlich argumentieren. Was bei ihm interessant war, war, dass die Vorstellung der Schülerinnen und Schüler, dass sich da ein Wandel gezeigt hat. Das war zum Beispiel hier diese Franzi, das sind die verschiedenen Erhebungszeitpunkte. Die hat sich jetzt bezogen auf die Entstehung des Menschen. Da haben sich ihre Einstellungen entwickelt von einer supranaturalen Menschenschöpfung in der Tendenz hin zu einer naturalen Menschenschöpfung. Was bei ihm auch interessant war, er hat die Einstellung bezogen auf unterschiedliche Gegenstandsbereiche abgefragt. Also er hat nicht nur so nach der Entstehung des Menschen gefragt, sondern zum Beispiel auch nach der Entstehung
der Welt oder woher, wie sind die Pflanzen entstanden, und hat da bemerkt, dass sich einzelne Schülerinnen auch bezogen auf unterschiedliche Gegenstandsbereiche unterschiedliche Einstellungen vertreten können und auch in dieser Typologie unterschiedlich eingeordnet werden können. Was wir hieraus auch schließen, ist, dass bei dem Urteilen über Schülerinnen-Einstellungen, dass dort vorschnelle Etikettierungen unbedingt zu vermeiden sind und dass es sich immer nur um sozusagen vorläufige Hypothesen handelt, bezogen auf einen bestimmten Zeitpunkt und auch bezogen auf einen bestimmten Gegenstandsbereich. Nun zu den Lehrkräften. Im Kontext des Einschätzens von Schülereinstellungen oder Schülervorstellungen spricht man häufig von diagnostischer Kompetenz von Lehrkräften. Wovon können wir ausgehen? Was können die? Britta Klose hat vor einigen Jahren eine Studie durchgeführt. Da haben Religionslehrkräfte, die haben einen Fragebogen bekommen und die SchülerInnen dieser Lehrkräfte haben sozusagen denselben Fragebogen bekommen. Und die Lernenden, die sollten dort sozusagen angeben, ihre Einstellungen zu Schöpfungsglaube und Evolutionstheorie, auch zum Verhältnis von beidem. Und dann wurde sozusagen das Ergebnis der Schüler mit dem Ergebnis der Lehrer, wie sie ihre SchülerInnen eingeschätzt haben, verglichen. Und was Britta Klose zeigen konnte, ist, dass in der Tendenz die Religionslehrkräfte die Einstellungen ihrer SchülerInnen relativ gut einschätzen konnten, dass es aber auch große Unterschiede zwischen den diagnostizierenden Lehrkräften gab. Sie hat zusätzlich verschiedene Merkmale noch bei den Lehrkräften abgefragt. Also sie hat zum Beispiel, das habe ich jetzt hier als Beispiel aufgenommen, eine Skala gebildet, die sie benannt hat als mit dem Titel Rationalität, Logik und Absolutheit der Naturwissenschaften. Und Lehrkräfte, die diesen Aspekt favorisierten, waren bei denen fiel die diagnostische Kompetenz zum Beispiel etwas schwächer aus. Und was sich hier zeigt, ist eben der Einfluss von beispielsweise eigenen Einstellungen auf das Urteilen. Bei den Biologie-Lehrkräften wissen wir sehr wenig darüber, also da gibt es keine Studien in diesem Kontext. Was einige Autorinnen kritisieren, ist die Randständigkeit oder auch Abwesenheit wissenschaftsphilosophischer Reflexionen bei der Ausbildung von BiologielehrerInnen. Also das ist sozusagen nicht bei allen vorgesehen, vielleicht eher zufällig oder ein kleiner Teil der entsprechenden Seminare besucht. Und wir vermuten gerade in unserem Kontext, dass sich da die Diagnosekompetenz im Vergleich zu den Religionslehrkräften unterscheidet. Gerade also auch deshalb, weil die Ausbildung sich in diesem Bereich sehr unterscheidet. In der Forschung zu diagnostischen Kompetenzen ist man in den letzten Jahren häufig dazu übergegangen, sich die diagnostischen Prozesse anzuschauen bei Lehrkräften. Also man geht ein bisschen über diese Urteilsakkuratheit heraus, das ist sozusagen nur das Abschlussurteil, und fragt sich, wie das Diagnostizieren besser zu verstehen, wie kommen Lehrkräfte eigentlich zu ihren Urteilen vor dem Hintergrund von Merkmalen der diagnostizierenden Person. Man schaut sich, wie ich erwähnt habe, also die diagnostischen Prozesse an. Im Falle von Urteilen oder Diagnostizieren, das Unterrichtsbegleiten passiert, geht man, je nachdem, welcher Konzeption man sich da anschließt, unter anderem von zwei wesentlichen diagnostischen Prozessen aus, dem Noticing und dem Reasoning, also dem Wahrnehmen, dass eine Lehrkraft von dem, was da alles passiert in so einer Unterrichtsstunde, überhaupt die Situationen wahrnimmt, die in dem Kontext relevant sind für das Lernen und Lernen. Und der zweite Prozess, und beides hängt sehr eng zusammen und beeinflusst sich gegenseitig, ist dann das Interpretieren dessen, was da wahrgenommen wurde vor dem Hintergrund des eigenen Wissens. Und das ist natürlich nicht nur das Wissen, sondern
Bei diesen Prozessen spielt ganz viel eine Rolle. Da spielen auch eigene Einstellungen der Lehrkräfte eine Rolle, bestimmte Überzeugungen, Motivation und höchstwahrscheinlich auch die Rahmung, also zum Beispiel in welches Unterrichtsfach unterrichte ich gerade. Und wir haben eben versucht, diese Prozesse hier bei Lehrkräften zu erheben, bezogen auf das Urteilen von Schülerinnen, von Einstellungen von SchülerInnen zur Evolutionstheorie und Schöpfungsglaube. Genauer fragen wir uns vor dem Hintergrund dieser Überlegung, welche Hinweisreize, also welche Schüleräußerungen werden von Biologie- und ReligionslehrerInnen überhaupt wahrgenommen und wie werden diese verarbeitet im Hinblick auf ein diagnostisches Urteil und inwiefern spielen dabei bestimmte Personenmerkmale, also zum Beispiel, ob ich Biologie- oder ReligionslehrerInnen bin und auch eigene Einstellung, Wissen etc. dabei eine Rolle. Das ist sozusagen unser erster Schritt. Wir wollen die Ergebnisse dazu nutzen, dann eine Intervention oder ein kleines Treatment zu entwickeln, um sozusagen die diagnostischen Kompetenzen der Lehrkräfte zu verbessern. Wir wollen also herausfinden, was brauchen die Lehrkräfte, um Einstellungen in diesem Bereich besser einschätzen zu können, um letztlich dann im Unterricht darauf auch angemessen reagieren zu können. Zur Erfassung dieser Prozesse des Wahrnehmens und Interpretierens haben wir einen sogenannten Vignettentest entwickelt. Unterrichtsvignetten, das sind sozusagen so kleine Unterrichtsausschnitte, die können in Text- oder Videoform vorliegen und die werden den Lehrkräften dann vorgelegt. Ich habe hier einen kleinen Ausschnitt mitgebracht. Dort sind sozusagen unterschiedliche Schüler abgebildet, die unterschiedliche Profile mit unterschiedlichen Hinweisreizen repräsentieren. Hier zum Beispiel Amir und Marco, beide äußern sich positiv zur Evolutionstheorie, negativ zu einem persönlichen Schöpfungsglauben. Und Marco zeigt im Gegensatz zu Amir sozusagen scientistische Überzeugungen. Ich würde das kurz vorlesen. Diese Schüleräußerungen, die stammen aus den Interviewstudien von Christian Höger und die haben wir dann sozusagen adaptiert und in Unterrichtssituationen überführt, sodass die Lehrkräften vorgelegt werden können. Also Amir sagt hier, also man kann ja schon auch irgendwie an beides glauben, an die Evolution und Gott. Ich selbst glaube jetzt eher nicht dran, dass ein Gott da irgendwie was mit zu tun hat, dass Menschen entstanden sind. Ich gehe davon aus, dass eben Einzeller auf diesem Planeten gelebt haben und dann eben, die sich dann eben weiterentwickelt haben bis zum Menschen. Ja, das sehe ich definitiv genauso, sagt Marco, dass mit der Evolution auf der Erde ist irgendwann Leben entstanden und die Lebewesen haben sich dann immer weiter verändert. Amir, da wurde ja auch schon viel nachgeforscht und ich denke, dass die Naturwissenschaften auch nicht alles, aber vieles erklären können. Marco sagt dann, und Gott, ich glaube nicht an Gott, und dass er irgendwas gemacht hat, weil es gibt mittlerweile genügend naturwissenschaftliche Theorien, die beweisen, dass der Mensch ohne Gott entstanden ist. Und da gehe ich einfach den naturwissenschaftlichen Weg und sage, ich habe Gott nicht gesehen, also gibt es ihn nicht. Solche Unterrichtssituationen, da ist noch ein bisschen was davor und dahinter bekommen die Lehrkräfte dann, um zu schauen, wie gehen die mit solchen Einstellungsäußerungen um. Sie bekommen dazu offene Fragen, einmal um diesen Prozess des Wahrnehmens, also gehen die überhaupt auf solche Einstellungsäußerungen ein, zu erfassen. Da fragen wir, was fällt Ihnen auf, das wichtig wäre für das weitere Lernen der SchülerInnen, bitte begründen Sie. Und da kann man dann letztlich sehen, achten die eher auf, vielleicht wie hat die Lehrkraft den Unterricht aufgebaut oder Verständnisschwierigkeiten oder gehen sie überhaupt auch auf solche Einstellungsäußerungen ein. Um das Reasoning, das Interpretieren zu erfassen, fragen wir ganz konkret danach, wie schätzen Sie die Einstellung der einzelnen SchülerInnen zum Thema Schöpfung und Evolution ein? Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung möglichst für jeden Schüler, jede Schülerin. Wir fragen darüber hinaus noch, um Aufschluss darüber zu erhalten, wie würden Sie als Lehrkräfte sozusagen damit umgehen, würden Sie überhaupt da zum Beispiel drauf reagieren? Wie würden Sie als LehrerInnen auf Einstellungen der einzelnen SchülerInnen reagieren? Bitte begründen Sie. Das ist sozusagen unser Haupttestabschnitt, wo wir diese Prozesse des Wahrnehmens und Interpretierens erfassen wollen.
Wir haben von den SchülerInnen, die in diesen Vignetten abgebildet sind, haben wir uns vor allem bei den Profilen, an den Profilen orientiert, die aus fachdidaktischer Perspektive besonders problematisch sind. Also dieses kreationistisch-evolutionsablehnende Profil und das scientistisch-evolutionsbefürwortende Profil, und haben dann aber auch ergänzend sozusagen Hinweisreize eingebaut, also Schülerprofile eingebaut, zum Beispiel ein vereinbarendes Profil oder ein nicht-scientistisches evolutionsbefürwortendes Profil, um zu schauen, unterscheiden beispielsweise die Lehrkräfte zwischen diesen beiden Profilen überhaupt, oder kommt es vielleicht auch zu Urteilsverzerrungen? Also würde vielleicht zum Beispiel eine Biologielehrkraft, die selbst einen Konflikt sieht zwischen Naturwissenschaften und Religion, schon allein einen Schöpfungsglauben als negativ beurteilen, ohne dass sich jetzt auf irgendeine Weise kreationistische Überzeugungen zeigen. Darüber hinaus bekommen die angehenden Lehrkräfte einen Fragebogen, wo wir sozusagen bestimmte Personenmerkmale noch abfragen, wo wir vermuten, dass die einen Einfluss auf das Diagnostizieren haben. Das sind zum Beispiel das Fach, also sind sie Biologie- oder ReligionslehrerInnen. Und dann haben wir uns sozusagen aus verschiedenen Studien bedient und dort Erhebungsinstrumente entnommen, die beispielsweise das Fachwissen zu Evolutionstheorie und Schöpfungstheologie abfragen, fachdidaktisches Wissen zu Schülerkognitionen, Wahrnehmung eines Konflikts zwischen Naturwissenschaften und Theologie, kreationistische, scientistische Überzeugungen, das Verständnis der Bounded Nature of Science, epistemologische Überzeugung, Religiosität und eigenen Schöpfungsglauben. Und das Ziel ist dann letztlich, dort auch Korrelationen berechnen zu können zwischen bestimmten Merkmalen und dem, wie die Lehrkräfte wahrnehmen und interpretieren. Ich habe ein kleines Beispiel mitgebracht, zum Beispiel zum Verständnis der Bounded Nature of Science, eine Aufgabe aus einer Studie von Barnes und Dunlop. Die haben gefragt, choose what most closely represents the scientific view according to evolution. Und es gab da zwei mögliche Auswahlantworten. Einmal, all forms of life evolved from earlier forms, but it is uncertain whether God was involved in evolution. Oder all forms of life evolved from earlier forms, but no God has ever played any role in evolution. Und wir vermuten, dass zum Beispiel bei so einem atheistischen Verständnis der Nature of Science, dass dort auch bei den Lehrkräften ein blinder Fleck entsteht, beispielsweise scientistische Überzeugungen überhaupt zu erkennen. Ich gebe Ihnen einen ganz kleinen Einblick noch in erste Ergebnisse. Wir haben 15 Studierende für das Biologielehramt befragt. Einmal zur Frage, gehen Sie überhaupt, wie sieht das mit dem Wahrnehmen, das Noticing aus? Da war es so, dass 9 dieser 6 Studierenden sind überhaupt darauf eingegangen, auch auf Einstellungsäußerungen. Und zur Frage, wie sie beispielsweise scientistische Überzeugungen interpretieren. Da hat sich was angedeutet, also was wir ganz interessant fanden, das bezieht sich jetzt auf diese Vignette mit diesen beiden Schülern, also beide positiv gestimmt gegenüber der Evolutionstheorie, negative Einstellung zum Schöpfungsglaube. Einer von beiden, Marco, vertritt scientistische Überzeugungen, und ich würde Ihnen jetzt noch als letztes kurz ein paar exemplarische Antworten zeigen. Die lese ich kurz vor von diesen Biologiestudierenden. Amir und Marco vertreten den naturwissenschaftlichen Weg. Marco positioniert sich stark und unterstützt Amirs Aussage mit einem Definitiv. Amir glaubt an die Evolutionstheorie, ist jedoch nicht so präzise wie Marco, der sich bereits voll und ganz mit dem Thema beschäftigt hat und eine deutliche und klare Überzeugung hat. Marco scheint ein bisschen stärker der Naturwissenschaft zugeneigt zu sein und geht überhaupt so weit zu behaupten, Gott gäbe es nicht, da er nicht bewiesen werden kann. Was für uns hier interessant war, dass sozusagen hier nicht scientistische Überzeugungen als solche interpretiert werden, im Sinne sozusagen einer Grenzüberschreitung der Naturwissenschaften, sondern im Grunde wird hier nicht unterschieden zwischen einer Zustimmung zur Evolutionstheorie oder zusätzlich scientistischen Überzeugungen, sondern
Die Studierenden haben das hier sozusagen, ich habe das mal bezeichnet, als Maß der Überzeugtheit interpretiert. Also der sozusagen die scientistische Überzeugung noch vertritt, ist besonders überzeugt von Naturwissenschaften. Was Ähnliches hat sich auch, ich würde das jetzt überspringen wegen der Zeit, auch bei kreationistischen Überzeugungen und positiver Bewertung des Schöpfungsglaubens gezeigt. Auch hier wurde, das hat uns ein bisschen überrascht, weil das ja doch ein bisschen ein prominenteres Beispiel ist mit dem Kreationismus, im Prinzip nicht unterschieden zwischen einem Schöpfungsglauben und kreationistischen Überzeugungen. Als kleines Fazit, der Vignettentest, den haben wir noch einmal überarbeitet, erscheint uns grundsätzlich geeignet. Was wir als erstes Ergebnis mitnehmen, auch in die Hauptstudie, ist das ist eben das, was ich gerade angedeutet habe, dass nur in seltenen Fällen oder weitgehend keine Unterscheidung vorgenommen wird zwischen einer positiven Bewertung des Schöpfungsglaubens und Kreationismus und einer positiven Bewertung der Evolutionstheorie und Scientismus. Aktuell überprüfen wir noch einmal die ökologische Validität des Fragebogens und des Vignettentests und die inhaltliche Validität. Die Haupterhebung wird jetzt im Wintersemester stattfinden und dann werden wir das auswerten und dann als zweiten Schritt möchten wir ein Treatment und eine experimentelle Überprüfung zur Förderung diagnostischer Fertigkeiten in diesem Bereich entwickeln. Vielen Dank.